Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 1. So. Ich habe den Anfang da jetzt gerade schon vorhin Verdammt! gespielt. Er hat nur plötzlich irgendwann nicht mehr auf meine Eingaben reagiert. Da war doch noch ein dritter. Oder? So, ich war allerdings noch nicht weit. Also macht ja nichts. Da war der Dritte. Was ist hier geschehen? Hier liegen Leichen. Irgendwas stimmt hier nicht. Uh-oh. Sag mal. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Drücken Sie U. Klicken Sie auf ein Talent, um Punkte zuzuweisen und es zu verbessern. Ich habe 6 Punkte. Okay. Einschüchtern, schmeicheln. Das möchte ich auf jeden Fall mal. Verleiht dem Schild eine biotische Barriere. Basispanzerung. Nehmen wir da mal 2 Punkte. Er hat keine. Gut. Dafür gibt es aber auch keine Punkte. Ich weiß gar nicht, ob ich die machen sollte. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Er verdient damit. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Ma'am. Oh, vorbildlich. Sehr gut. Muss ich die jetzt umballern oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Okay. Einmal heilen für den Kaidan. Stimulanzpacks. Gut. Waffe wechseln macht aber doch keinen Sinn mehr. Bin ich ja nicht trainiert. Okay, aber so geht's. Barriere. Okay. Warp. Werfen. Der Kaidan kann nur Pistole.
Masseneffektfelds geworfen werden. Überhitzt die Waffen der Feinde in der Nähe und verursacht geringen Brandschaden. Okay. Da kommen noch zwei. Sehr gut. Das ist da unten. Ah, da ist auch noch was, ein Medikit. Und noch mehr Leichen. Die auf. Aha. Bitteschön. Wer bist denn du? Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Ma'am? Was ist hier passiert? Geben Sie mir einen Statusbericht, Williams. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als Sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber Sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geth. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte okay. noch da sein. Schließen Sie sich Wir könnten an. Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Ma'am. Es ist Zeit für eine Revanche. Gehen wir. Los geht's. Alles niemand. Drücken Sie I. Aha. Okay. Rüsten Sie die Pistole aus, die Sie von Ashley erhalten haben, indem Sie auf das Pistolensymbol klicken. Doppelklicken Sie auf die Waffe, um sie auszurüsten. Ich habe eh nur die... Okay. Jede Waffe hat wenigstens einen Waffen- und Munitions-Upgrade-Slot. Ich habe leider noch kein Upgrade. Aber ich glaube, wir haben dazu was. Genau. Durch die Aufrüstung eines Kampfanzugs mit mikrogravimetrischen Sendern wird die Masse künstlich erhöht. Dies bietet mehr Schutz gegen Aufprallkräfte wie durch Explosionen, kinetisch verbesserte Munition und Biotikangriffen wie Heben oder Werfen. Dann hätten wir einmal quasi Adrenalin, 5% Abkühlungsreduzierung und 15% Schildregeneration. Ich nehme mal das. Dem Kaiden gebe ich das Stimulanz und die Ashley bekommt das hier.
kann sie... Sie kann mit allen Waffen umgehen. Das heißt... Kann das Upgrade? Nein. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Munitionsupgrades. Skorpion. Gehen wir nochmal rein, was haben wir jetzt gekriegt? Ein Sturmgewehr. Granatwerfer. Was, da war aber irgendwas. Nee. Ein Skorpion. Leichtmensch. Ja. Okay. Sie hat einen Schutz von 14. Er hat leider auch nur den. Okay. Okay, dann gehen wir wieder in Deckung. Sagen Waffen raus. Können hier nichts tun. Wir hielten diese Welt für sicher, bis die Geth auftauchten. Aha. Dahin soll ich? Ah, dahin. Überhitzung, das war doof. Ich sehe sie noch nicht. Das sind noch zwei. Stufenaufstieg. 3 Punkte. Ah. Selbst unter Beschuss werden Teile des Schildes wiederhergestellt. Okay. Wieso komme ich da noch nicht hin? Weil ich momentan nur 4 Punkte da lernen kann. Werfen. Und Barriere. So, er hat... Ah. Keine Punkte. Overkill, okay. Schildboost, ja. Sie hat auch keine Punkte. Das ist die Grabungsstätte. Mhm. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Okay. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Mhm. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Okay.
Okay, ich soll schnell speichern. Was haben wir da jetzt gekriegt? Zwei Sturmgewehre, Seekern-Sturmgewehre. Avenger. Oh. Das könnten wir mal in Gel umwandeln. Das da ist Universalgel, okay. Schrotflinte kann auch nur sie. Präzision hat's mit dem, was hat am meisten. Ich denke, das ist vergleichbar. Ah. Radioaktiv. Klingt gut. Das wandelt mein Gel um. Ja, aber jetzt nicht bei ihr. Das kriegt jetzt eher auf die Pistole. Ist die Pistole? Ja. Panzerbrechend. Okay. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Mhm. Oh Gott! Sie leben noch! Was haben die Geth Ihnen angetan? Was war das mit F, gell? Nein. Werfen. Mach mal was. Okay. Eieiei. Früher war es wunderschön hier. Riecht nach Rauch und Tod. Kann noch nicht wieder heilen. Weil ich ja vorher die falsche Taste drückt habe. Alles nehmen, wir schauen es uns an. Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Mit den Bewegungstasten W und S können Sie zum Zentralkern vorrücken. Manuell. Was, soll ich jetzt echt so einen Frogger spülen? Ja, soll ich. Okay. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Erzählen Sie Wie mir. Sind Sie in diesem Schuppen gelandet? Wir haben uns während des Angriffs versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen?
Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Williams, bring sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Okay, was ist eine Bereichskarte? Das Tagebuch. Da ist unsere Mission. Die Aufträge. Kodex. Da kriegen wir verdammt viele Infos. Ja. Kampfanzüge bieten dem Träger Schutz durch ihr zweischichtiges Schutzsystem. Die innere Schicht besteht aus einer textilen Schutzschicht mit kinetischen Schutzpolstern. Bereiche wie Brust oder Schienbein, die nicht flexibel gestaltet sein müssen, sind mit Verstärkungsschichten aus leichter, ablativer Keramik ausgerüstet. Die äußere Schicht des Kampfanzugs besteht aus automatisch generierten kinetischen Barrieren. Objekte, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit einschlagen, lösen das Reflexsystem der Barrieren aus und werden entsprechend der Energieversorgung der Schilde abgelenkt. Zusätzlich schützen die versiegelbaren Kampfanzüge den Träger vor extremen Temperaturen und atmosphärischen Drücken. Zur Standardausrüstung zählt ein integriertes Mini-Frame-System mit Kommunikations-, Navigations- und Sensorfunktionen. Das Mini-Frame-System ermöglicht Empfang und Anzeige von Suchwaffensystemdaten und ermöglicht damit einfaches Lokalisieren und Ausschalten von Feinden. Das klingt ja mal ganz gut. Kinetische Barrieren, die allgemein nur Schilde genannt werden, bieten effektiven Schutz gegen die meisten Massenbeschleunigungswaffen. Die Wirkungsweise ist dabei für Schiffshüllen wie für die Kampfanzüge der Soldaten die gleiche. Die kinetischen Barrieren sind Repulsiv-Masseneffektfelder, die von Emittern genährt werden. Die Barrieren dämpfen den Einschlag kleinerer, hochbeschleunigter Objekte. Das System kann somit Kugeln und andere gefährliche Projektile abfangen, ermöglicht es dem Träger aber, sich hinzusetzen, ohne den Stuhl unbeabsichtigt wegzuschieben. Die Schutzschilde durch kinetische Barrieren bieten keinen Schutz vor extremen Temperaturen, Giften oder Strahlung. Klingt ja schon mal ganz gut. Was haben wir noch? Wir hätten hier Planeten und Orte. Die Terminus-Systeme befinden sich auf der abgelegenen Seite der Attika-Traverse, noch hinter dem vom Zitadellrat verwalteten und von der Allianz beanspruchten Bereich. Dort leben nur einige unbedeutende und zerstreute Völker, die sich einzig darin einig sind, die Autorität des Rates und die Ratskonventionen nicht anzuerkennen. Aber diese Unabhängigkeit hat ihren Preis. In den Terminus-Systemen lodern immer wieder Konflikte auf. Aufgrund der ständig wechselnden Regierungen und Diktaturen sind Kriege unter den dortigen Völkern an der Tagesordnung. Die Region gilt als Paradies für illegale Aktivitäten, maßgeblich Piraterie und Sklavenhandel. Mindestens einmal pro Jahr greift eine Flotte aus den Terminus-Systemen die nahegelegene Attika-Traverse an. Diese Angriffe stellen normalerweise kleinere Raubzüge gegen unzureichend verteidigte Kolonien dar. Der Rat reagiert nur sehr selten auf diese Übergriffe, da regelmäßige Patrouillen in den Terminus-Systemen die dortigen Völker provozieren könnten, sich zu vereinigen und einen langen und verlustreichen Krieg gegen den gemeinsamen Feind zu beginnen. Naja, aber ignorieren ist doch auch keine Lösung, oder? Zitadelle. Spectres sind Agenten der Abteilung Special Tactics and Reconnaissance. Die Spectres müssen sich nur vor dem Zitadellrat verantworten. Sie sind militärische Eliteagenten, die zur Wahrung von Frieden und Stabilität in der Galaxie mit allen Rechten und Freiheiten ausgestattet werden. Sie operieren unabhängig, in Gruppen zu zweit oder zu dritt. Einige von ihnen sind engagierte Kämpfer für den Frieden, die versuchen, Konflikte durch Diplomatie zu lösen. Andere von ihnen sind kaltblütige Killer, die einzelne Personen skrupellos eliminieren, um Probleme zu lösen. Sie alle wissen, jeder auf seine Weise, wie man einen Job erledigt. Auch wenn dabei oft am Rande der galaktischen Gesetze operiert wird. Die Spectres wurden gegründet, nachdem die Salarianer dem Rat beigetreten waren. Viele Jahre lang haben sie im Geheimen gearbeitet, als sogenannte Troubleshooter.
Erst nach den kroganischen Rebellionen wurden ihre Aktivitäten öffentlich bekannt. Der Einsatz eines Spectres ist wesentlich unkomplizierter als eine militärische Operation. Aber ein solcher vom Rat angeordneter Einsatz deutet immer auf ein schwerwiegendes Problem hin. Also haben wir jetzt ja auch ein schwerwiegendes Problem, sonst hätten wir kein Spectre dabei. Und außerdem soll ich auch noch zu den Spectre gehen. Die Geth sind ein humanoides Volk von vernetzten KIs. Vor 300 Jahren wurden sie als Arbeits- und Kriegsmaschinen von den Quarianern erschaffen. Als die Geth beginnende Zeichen einer technologischen Singularität zeigten, entschlossen sich die Quarianer zu ihrer Auslöschung. Aber die Geth gewannen den nachfolgenden Krieg. Dieser Vorfall führte zur legalen und systematischen Unterdrückung aller künstlichen Intelligenzen in der galaktischen Gesellschaft. Okay. Alle Geth sind Teil eines einzigartigen Intelligenznetzwerkes. Jede individuelle Einheit verfügt nur über rudimentäre animalische Instinkte. Wenn sie aber in größerer Anzahl und in unmittelbarer Umgebung agieren, steigert sich die intellektuelle Leistungsfähigkeit aller einzelnen Einheiten. In Gruppen können sie dann wie alle organischen Lebewesen Entscheidungen treffen, Situationen analysieren und Taktiken entwerfen. Die Geth bevölkern den hintersten Abschnitt des Perseus-Arms, jenseits der gesetzlosen Terminus-Systeme. Zwischen ihrem Lebensraum und den Terminus-Systemen liegt der Perseus-Nebel, eine undurchsichtige dunkle Wolke aus Gas und Staub. Mhm. Wenn die Geth einen Standort eingenommen haben, treiben sie die toten und lebenden Opfer zusammen und spießen sie auf mechanische Dornen. Diese Dornen verwandeln die Opfer blitzschnell in ausgelaugte Hüllen, indem sie ihnen Wasser und Mineralien entziehen und sie durch kybernetische Komponenten ersetzen. Die kybernetischen Komponenten reanimieren das tote Fleisch und Gewebe und verwandeln die Leichen in seelenlose Tötungsmaschinen. Einige der Allianzsoldaten nennen diese Absaugdornen Drachenzähne. Eine Referenz an die mythologische Erzählung von Kämpfern, die überall dort dem Boden entsprangen, wo die Zähne des Drachen Ares eingepflanzt wurden. Die Drachenzähne und das Erzeugen von Husks haben wenig mit der sonstigen Technologie der Geth gemeinsam. Es ist unbekannt, warum diese synthetische Lebensform sich die Mühe macht, winzige Mengen wiederverwendbarer Spurenelemente aus organischen Körpern zu extrahieren. Der Einsatzwert der Husks als Stoßtruppen ist dagegen offensichtlich. Ja, klar. Verwendet man doch einfach Leichen zum Überrennen der Feinde. Upgrades, ja, das haben wir doch vorher eh schon gesehen. Und die Spieler-Tutorials, da gibt es eine ganze Menge, ja. So. Es gibt eine Karte. Ah. Da ist eine Zugstation. Hier sind wir gerade. Okay. Ich kann einen Zielort einstellen. Okay, das schauen wir uns gleich mal an. Squad war das mit den Punkten hier. Und Ausrüstung ist I. Oh, wir haben eine Menge Waffen. Mach mal Universal-Geld raus. Steht da irgendwie, wie viel wir tragen können? Mann. Schrotflinte. Dann würde ich sagen, mach daraus mal Universal-Geld. Okay. Dann gehen wir nochmal zu dir. Du hast noch keine Verbesserung für die hier. Gibt's jetzt auch wieder keine. Mm-mm. Granatwerfer. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und gehen beim nächsten Mal weiter. Da oben ist mein Ziel markiert, da wollen wir hin.
Also ich sage mal tschüss, tschau, baba. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall finde ich den Codex cool, wo man ganz, ganz viel erfahrt über das, was hier eigentlich passiert. Ich glaube, den werden wir uns so am Ende jeder Folge mal anschauen, was Neues dabei ist. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.